Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über das Projekt Shogun. Shogun ist ja, eigentlich brandneu aus dem Hause Terrestris und ich werde Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten das Projekt vorstellen. Die Gliederung des Vortrags, ich werde kurz ein paar einleitende Worte sagen, dann was ist überhaupt Shogun, warum haben wir das gemacht, was kann es bisher, wenn Zeit ist, werde ich eine kleine Live-Demo machen. Und danach einen kleinen Ausblick geben, wie es dann weitergeht mit dem Projekt. Zunächst kurz über mich. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin Anwendungsentwickler bei der Firma Terrestris in Bonn. Mache dort Frontend- und Backend-Entwicklung für den kompletten Open-Source-GIS-Stack. Bin auch selbst relativ aktiv in der Open-Source-Geo-Community. Bin Kernentwickler bei der GeoXt Mobile Software, dem Schwesterprojekt von GeoXt für mobile Endgeräte. Bin Contributor in weiteren Projekten wie GeoXt, OpenLayers, war auch schon beim Mapfish aktiv, man findet mich auf einigen Listen und so weiter. Ja, die Firma Terrestris, in der ich arbeite, beschäftigt sich mit Open Source WebGIS Technologien. Wir bieten von Überschulungen, Softwareentwicklung, Consulting, das klassische Angebot, machen Geoportale, arbeiten überwiegend mit den Standards des OGCs, sind Partner von OpenGeo für den deutschsprachigen Raum und sind auch Sponsor der Phosphor-G und der Phosgis. Zum eigentlichen Thema heute Morgen, was ist Shogun? Dieser ominöse Name, der jetzt hier neu in der Community rumschwebt. Shogun ist kurz gesagt ein kompletter WebGIS-Stack aus einem Guss, basierend auf modernen Open-Source-Frameworks. Und wie wir zu dem Namen kommen, wird dann dieses Slide etwas verdeutlichen. Es ist nämlich letztlich nur die Abkürzung der Komponenten, die den Kern von Shogun bilden. Und ja, sehen also den Namen hier aufgeschlüsselt und in den weiteren Folien werde ich jetzt kurz zur Begriffsklärung auf die einzelnen Frameworks eingehen, damit ich das später einfach als vorausgesetzt annehmen kann. Zunächst haben wir das Open-Source-Framework Spring im Einsatz, welches für Java und Java EE-Anwendungen ja, benutzbar ist. Es sorgt für die Entkopplung von der Applikationskomponenten, sodass man relativ einfach ganzheitliche Java-Lösungen entwickeln kann und wrappt alle möglichen Funktionalitäten, die in Java denkbar sind, sodass man die relativ einfach und straight einbinden kann. Des Weiteren kann der Spring Core durch verschiedene Extensions erweitert werden. Wir haben zum Beispiel das Spring MVC Framework noch im Einsatz, was Spring dahingehend erweitert, um Webanwendungen zu erstellen, sowie wie die Spring Security Extension zur Absicherung der Webanwendung. Des Weiteren haben wir das Framework Hibernate im Einsatz. Das ist ein Open Source Persistence Framework und sorgt für sogenanntes ORM, Object Relational Mapping, was vereinfacht gesagt dafür sorgt, dass man über Java-Objekte mit entsprechenden Funktionen und also Methoden und Variablen in die Datenbank schreiben kann und umgekehrt Datenbankobjekte sich in den Arbeitsspeicher laden kann und gewohnt mit der Java-Syntax bearbeiten kann. Hibernate implementiert eine eigene Abfragesprache, die sogenannte Hibernate Query Language, die quasi SQL abstrahiert für den Einsatz ja, im Java heraus. Das Ganze hat den Vorteil, dass die Datenbank selbst abstrahiert wird. Das heißt, die komplette Interaktion mit der Datenbank passiert aus dem Java-Code heraus. Ich mache selbst keine bewussten SQLs mehr auf der Datenbank, das macht alles das Framework. Daher kann ich die Datenbank hinten dran austauschen. Das heißt, zurzeit benutzen wir Postgres mit PostGIS, aber auch der Einsatz von Oracle und Oracle Spatial wäre mit sehr geringem Aufwand denkbar, da die eigentliche Kommunikation mit der Datenbank über das Framework abgewickelt wird. Des Weiteren stellt Hibernate ein sehr effizientes Caching bereit. Das heißt, entsprechende Datenbankobjekte werden im Arbeitsspeicher vorgehalten, sodass man relativ performant die Abfragen gestalten kann. Erweitert wird das Hibernate-Framework bei uns noch um Hibernate Spatial. Das ist eine Komponente, die die Geometrie
Geometrietypen und Funktionen abstrahiert. Ist quasi das Hibernate-Pendant zu PostGIS oder Oracle Spatial. Im Frontend setzen wir auf altbewährtes Open Layers, die JavaScript-Bibliothek für interaktive Kartenanwendungen. Ist relativ bekannt, also kennt man eigentlich. Des Weiteren ext.js, ein Framework für anspruchsvolle Web-Oberflächen mit nativem Desktop-Look and Feel. Dann haben wir des Weiteren GeoExt im Einsatz, welches die Vorteile von Open Layers und ext.js kombiniert. Und seit ganz kurzer Zeit setzen wir noch eine weitere Komponente aus dem Hause OpenGeo ein, die Bibliothek GXP, die sogenannte High-Level-Components für GeoExt bereitstellt. Das heißt, auf GeoExt selbst wird nochmal eine Bibliothek draufgesetzt, die ja, die Frontend-Komponenten, ja, so High-Level-Frontend-Komponenten bereitstellt. So, nachdem die grundsätzliche Namensklärung nun gegeben ist, werde ich dir kurz die Frage klären, warum wir sowas wie Shogun entwickelt haben, weil es ja doch eine Menge kompletter WebGIS-Stacks gibt. Wir haben ja heute Morgen allein schon zwei, die hier aufgeführt sind, gehört. Und dazu habe ich eine Art Anforderungskatalog zusammengestellt, der an uns herangetragen wurde, beziehungsweise den wir uns selbst auferlegt haben. Und dann wird klar, warum es diese Neuentwicklung gab und warum man nicht auf einen anderen WebGIS-Stack gesetzt hat. Also zunächst haben wir die Anforderungen oder wurde von Kunden an uns jetzt des Öfteren herangetragen, doch auf die Java oder Java EE-Plattform zu wechseln. Und entsprechend dafür brauchen wir eine Art Middleware, um gewisse Interceptors zu haben. Das heißt, dass wir zwischen Datenbank und Datenbankdiensten und Frontend noch eine Komponente haben, wo wir uns zwischenschalten können. Sei es für Bildverarbeitung oder irgendwelche Charts zu erstellen, Parser für gewisse Formate oder auch nicht geografische Daten, die in irgendeiner Struktur in der Datenbank vorliegen, die eventuell vom Kunden vorgegeben werden. Des Weiteren spielt der Sicherheitsaspekt eine immer größere Rolle. Die Leute wollen die Komponenten absichern, vor allem auch die Dienste, dass eventuell WMS, WFS abgesichert werden können, sowie ein Rechte- und Rollenkonzept wurde des Öfteren an uns herangetragen. Ja, die weitere Anforderungen, die wir uns selbst auferlegt haben, ist die Datenbankabstraktion, was ich eben erklärt habe, was das Hibernate-Framework für uns macht, dass wir da etwas flexibler sind, dass wir da nicht an eine Datenbankkomponente gebunden sind. Des Weiteren wollten wir unsere altbewährten JavaScript-Frontends behalten und in die Lösung integrieren und wollten beim Austauschformat komplett auf JSON bzw. GeoJSON setzen. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ein eigenes Framework aufzusetzen, was auf den zuvor erwähnten Komponenten basiert. Was kann Shogun bis jetzt? Wie gesagt, es ist sehr, sehr neu. Wir sind da gerade dran, haben da bis kurz vor der FOSGIS noch schwer geschraubt. Ich habe hier mal versucht, die Architektur, wie sie momentan ist, in ein kleines Chart zu packen, um das eventuell etwas zu verdeutlichen. Also zunächst, die ganze Anwendung läuft in einem Servlet-Container, bei uns in einem Apache Tomcat 7. Der Laser klappt auch wunderbar. Genau. Es ist geteilt Client- und Serverseite. Auf dem Server läuft das Spring-Framework, was uns komplett die Servlets bereitstellt für die Webkommunikation. Des Weiteren haben wir Spring Security im Einsatz, worüber wir komplett die Absicherung der Anwendung steuern. Wie gesagt, das Hibernate liegt ebenfalls, haben wir innerhalb des Spring-Frameworks integriert, was die einzige Kommunikationsschnittstelle zur Datenbank ist. Und ansonsten haben wir noch einen Proxy implementiert, der ist quasi das Herzstück für die Absicherung, der uns jegliche Anfragen an das Backend letztlich absichert. Zum einen über ein Login, über ein entsprechendes Rechte- und Rollenkonzept und bei Diensten wird sogar noch zusätzlich der
sowas wie Parametervalidierung implementiert. Am Client, wie gesagt, altbewährtes XTJS, Open Layers, GeoX, seit neuestem GXP, werde ich gleich noch was zu sagen. Und ansonsten gehe ich jetzt da detaillierter drauf ein, dachte ich zumindest. Es scheint, als fehlt mir eine Slide. Genau, hier ist sie. Genau. Wie schon erwähnt, Security spielt eine große Rolle, wurde immer wieder an uns herangetragen. Und da ja generell der Ansatz war, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern auf bewährte Open-Source-Frameworks zu setzen, haben wir das Ganze über Spring Security realisiert, was uns relativ einfach den kompletten Login- und Rechte-Rollen-Mechanismus abstrahiert. Das heißt, wir haben Zugriff auf entsprechende Session-Objekte und alles Weitere regelt das Framework. Wir können, so wie es momentan realisiert ist, die User in der Datenbank vorhalten, aber ebenso stehen Schnittstellen zum Beispiel für LDAP bereit. Das heißt, am Applikationscode an sich der Suite würde sich nichts ändern, wenn man die Rollen und Nutzer jetzt in dem LDAP hätte. Das ist dieser Entkopplungsgedanke vom Spring Framework. Des Weiteren sichern wir Funktionen, Daten und Dienste ab. Zum einen werden bestimmten Nutzern bestimmte Module, das heißt Funktionalitäten im Frontend zugewiesen. Das heißt, über den Login wird sich authentifiziert und man bekommt nur im Client die Module angezeigt, die man von dem Admin zugewiesen bekommen hat. Des Weiteren werden die Daten aus der Datenbank über Annotations abgesichert. Das heißt, wenn man könnte ja beispielsweise auch ohne das Modul zu besitzen, wenn man die URL snifft oder ähnliches, versuchen, auf die entsprechende Backend-Funktionalität zuzugreifen. Das wiederum wird ebenfalls abgesichert, das heißt, ohne die entsprechende Login-Session im Backend bekommt man auch keine Daten von vom Webservice. Und die dritte Komponente ist ein OBS-Proxy, den wir gerade letzte Woche fertiggestellt haben, der einen dreistufigen Absicherungsprozess mit sich bringt. Das heißt, jegliche Anfragen auf interne Dienste, die mit ausgeliefert werden, laufen über diesen Proxy. Der checkt zunächst, ist diese entsprechende Session da. Dann wird geprüft, darf der eingeloggte User überhaupt diesen WMS sehen. Und anschließend wird sogar noch geprüft, ob die Parameter valide sind, respektive in einem bestimmten Bereich, der dem User zugewiesen ist. Beispielsweise eine Boundingbox. Der User bekommt eine bestimmte Boundingbox und zoomt er jetzt auf ein Gebiet, das er nicht sehen darf, beispielsweise würde der Proxy auch den Zugriff verbieten. Was wir noch haben, ist ein XTJS-basiertes Backoffice zur Konfiguration. Also letztlich so eine Art Admin-Oberfläche, die zur Verwaltung der Nutzergruppen und der User da ist. Man kann die Module verwalten, beziehungsweise neue Module anlegen und backendseitig werden die entsprechenden Stubs angelegt, sodass man als Entwickler gezwungen ist, in der richtigen Struktur zu entwickeln. Das heißt, das Fehlerpotenzial wird minimiert. Das heißt, durch die Anlage eines Moduls werden auf dem Server entsprechende Skripte angeworfen und die leeren Hüllen für die JavaScript-Dateien werden bereits angelegt und man muss nur noch seine Business-Logik implementieren und somit ist der formelle Teil der Entwicklung relativ fehlerunanfällig. Des Weiteren kann man den Proxy konfigurieren, was ich eben sagte, der Nutzergruppe beispielsweise entsprechende Boundingboxes zuweisen oder entsprechende Layer verbieten. Ist alles noch sehr rudimentär, wie gesagt, wir sind da gerade am Anfang, aber den technischen Durchstoß haben wir letzte Woche noch geschafft und möchten das ja auch gerne weiter treiben. Hier ein kleiner Screenshot vom Backoffice, sieht relativ unspektakulär aus. Jetzt wäre ich froh, wenn der Laser gehen würde. Ah, wunderbar. Sie sehen hier in dieser tabellarischen Darstellung, sehen Sie die Nutzergruppen momentan. Hier habe ich dann mal eine Nutzergruppe angelegt für die FOSGIS hier. Und entsprechend hier können Sie der Nutzergruppe Module zuweisen. Wenn Sie die Nutzergruppe anlegen, wird automatisch ein entsprechendes Admin-User angelegt, der dann ein Login bekommt.
Das heißt, automatisiert haben Sie Ihren Admin für die Nutzergruppe, Sie bekommen eine E-Mail geschickt mit Ihrem Zugang und haben dann entsprechend als Admin diese Module, die Sie Ihren Usern vererben können. Was wir noch haben, sind konfigurierbare WebGIS-Clients, also die Client-Komponente, von der ich schon gesprochen habe. Wir haben zum einen aus einer Projektlösung einen eigenen GeoX-basierten WebGIS-Client, der voll modularisierbar ist, das heißt, der auf die entsprechende Modulstruktur, die ich eben angesprochen habe, reagieren kann. Er ist optimiert für Grid-Darstellungen, also tabellarische Darstellungen von Daten, inklusive deren Kartenverkehr. Die Daten aus der Datenbank ins Frontend zu bekommen. Seit kurzer Zeit haben wir uns auch entschieden, die GXP-Komponente von OpenGeo zu testen und sind zu dem Schluss gekommen, dass das oder die unsere Konfiguration zur GXP-Konfiguration relativ flexibel sind. Ob wir unseren eigenen Client einsetzen oder den generische GXP-Komponenten oder eine Kombination aus beiden zu benutzen. Hier sehen Sie einen Screenshot von unserer eigenen Anwendung. Das ist jetzt beispielsweise, wenn ich mich als entsprechender Admin einlogge, habe ich hier ein Kartenfenster mit einem WMS, den entsprechenden Layer Tree, nichts weiter Besonderes, kennt man soweit. Hier sehen Sie aber die entsprechende User-Verwaltung, das heißt, der Screenshot zeigt gerade, wie ich als Admin einen neuen User anlege und von den mir zugewiesenen Module, die ich vorher bekommen habe als Admin, kann ich meinem User entsprechende Module weitervererben. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass er zum Beispiel eine entsprechende Header-Komponente oder ein Layer-Tree bekommt, kann ich das hier verbieten. Und entsprechend wird automatisiert beim Login des Users die GUI verändert. Hier sehen Sie den GXP-Client. Das sind die ersten Tests, die wir mit GXP gemacht haben. Letztlich sieht es sehr ähnlich aus, nur von der Technologie hinten dran ist es etwas anders. Beispielsweise bietet GXP die Funktionalität, komplett ein WMS als Source anzugeben. Und es wird sich dann automatisch über die Get Capabilities die Layer geholt und die werden automatisiert hinzugeladen. Das ist ein ganz nettes Feature, man muss sich nicht selbst 20 Layer, die im WMS registriert sind, irgendwie in die Applikation einhängen, sondern man sagt, hier ist der WMS und im Hintergrund wird Get Capabilities abgeschossen und die 20 Layer automatisiert eingebunden. Das ist ein cooles Feature von GXP, es gibt relativ viele. Ja, wie sieht es zeitlich aus? Ich habe noch etwas Zeit, dann würde ich Ihnen gerne noch ein bisschen was... Also ein, zwei Minuten lassen wir. Ein, zwei Minuten, das reicht vollkommen. Noch kurz hier was zeigen. Das ist beispielsweise aus dem Forschungsprojekt, wo Shogun quasi initiiert wurde, unser eigener Client. Wir sehen hier eine Karte der Mongolei. Das Forschungsprojekt geht um integratives Wasserressourcenmanagement in der Mongolei, daher die Karte. Sie haben hier verschiedene Widgets zugewiesen bekommen. Ich bin jetzt hier als sogenannter Anonymous-User drin, der relativ ungefährliche Widgets kriegt, keinen Datenzugriff hat. Und haben wir hier einen Themenbaum, Legende, können diese Fenster quasi andocken als Floating Window. Können Sie wieder hier anpinnen. Das sind ganz nette Gadgets, die wir da implementiert haben. Können die auch problemlos ins andere Fenster rüberschieben, sortieren. Wie gesagt, ist ganz nett. Und auch nochmal kurz die... Vielleicht nochmal kurz die Backoffice-Software zu zeigen. Habe ich mal hier noch einen lokalen Rollout gemacht. Sehen hier, bekommen Sie ein Login-Fenster geboten, wenn Sie das so möchten, dass kein Anonymous-User zugelassen ist.
Und jetzt logge ich mich mal als Subadmin Foskis ein. Und dann kriegen Sie hier Ihre GUI entsprechende Konfiguration dargestellt. Haben hier dann oben ein Menü wie am Desktop und können dann hier beispielsweise, weil ich jetzt ja der Admin bin, meine Benutzer verwalten, kann hier einen neuen Benutzer hinzufügen, Foskis 2, oh schön, gebe hier meine E-Mail ein, sage quasi, ich darf überhaupt eine Oberfläche sehen mit einem Tree und aktualisiere. Und in dem Moment wurde an unser Backend entsprechend ein HTTP-Request geschickt, der das Ganze aufnimmt, aufarbeitet java-seitig und dann über das Persistence-Framework in die Datenbank schreibt. So, hätte ich gerne mehr gezeigt, aber wenn Sie da noch was sehen wollen, können Sie auch gerne zu unserem Stand kommen, da zeige ich Ihnen das gerne mal in aller Ruhe. Vollbild, nein, Präsentation, genau, Ausblick, Fazit, was passiert noch? Also wir haben noch auf dem Deckel, dass wir eine relativ ausgeprägte Charting-Komponente implementieren wollen, basierend auf J3Chart, um einfach die Daten aus der Datenbank als Diagramme darstellen zu können. Wir wollen einen Mobile-Client integrieren, das zusätzlich zu den GeoX-Clients auch automatisiert eine mobile GUI angelegt werden kann. Wir wollen eine Art Lightweight-Lösung haben, das heißt im Backoffice wird konfiguriert, man startet einen entsprechenden Vorgang und hat dann seinen voll konfigurierten Client, das ist ein JavaScript-Client, der autonom ohne das Backend funktioniert. Das heißt, dass man keinen großen Server braucht für einfache statische WebGIS-Anwendungen. Des Weiteren wollen wir unseren Inspire-Metadaten-Parser, der zurzeit auf PHP läuft, portieren nach Java, um den hier einzusetzen, um eine Katalogdienstanbindung zu realisieren. Wir möchten gerne mehr mit der GeoServer-REST-API machen, um einen Geodaten-Upload zu realisieren und eine automatisierte Layer-Anlage zu implementieren. Und wollen das Ganze, wenn das noch weiter vorangetrieben ist und wir denken, ein entsprechender Status ist erreicht, wollen wir das auch als Open-Source-Projekt releasen. So, das war es dann auch von mir. Vielen Dank und freue mich auf Ihre Fragen, Anmerkungen. Wie gesagt, wir sind auch noch am Stand. Da zeige ich Ihnen das gerne auch nochmal in Ruhe und beantworte Ihre Fragen auch gerne. Ja, schönen Dank für den Vortrag. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass hier bestimmt ein paar Fragen im Publikum sind. Zur Not hätte ich sonst noch eine. Fragen, bitte. Dann frage ich erstmal, auf deiner letzten Folie hattest du schon angesprochen, irgendwann möchtet ihr das als Open Source releasen. Frage dazu, warum bringt ihr es nicht einfach schon mal raus in der Beta-Version? Einfach auf GitHub oder so, damit die Leute vielleicht ein bisschen animiert werden, das zu benutzen? Eben, weil es wirklich sehr bleeding edge ist. Also wir haben wirklich bis letzte Woche vor der Foskis noch geschraubt und ich meine, du weißt selbst, wie das dann ist. Da muss man noch ein bisschen aufräumen und auch vielleicht noch ein bisschen Dokumentation und ein paar böse Kommentare entfernen. Also wir werden das so früh wie möglich, also es ist auch in unserem Anliegen, das auf Release early and often. Wir wollen das so früh wie möglich rausstellen. Was wir auch noch klären müssen, ist die Lizenzfrage. Aufgrund der vielfältigen Komponenten müssen wir das noch klären. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob ich darüber schon Gedanken habe. Aber wir sind da wirklich sehr daran interessiert, dass das früh rausgeht, um eben den Community-Prozess anzustoßen, damit man nämlich gewisse Synergieeffekte erzielen kann, ganz klar. Sonst noch Fragen? Da hinten. Ich habe mal eine sehr spezielle Frage zu der Verbindung zwischen Hibernate und der PostgreSQL-Datenbank. Welches Connection Pooling verwendet ihr da? Das von Apache, das Connection Pooling zwischen Hibernate und Datenbank. Das von Apache oder? Nee, das Hibernate bringt
bringt einfach ein XML-basiertes Connection Management mit, was letztlich auf der JPA aufsetzt, auf der Java Persistence API, nennt sich das. Okay. Also da wird nichts über ein Apache oder, also wir haben auch gar kein Apache im Einsatz. Also. Achso, ich dachte wegen dem Tomcat. Ja, also habe ich keinen, ja, ein Tomcat halt genau, aber ja. Ich dachte ein Apache Web Server jetzt. Nee, okay. So, gibt es sonst noch Fragen? Da das nicht der Fall ist, danke ich nochmal für den Vortrag und würde Sie alle zum Kaffee trinken entlassen. Und ich glaube, um 11 Uhr geht's weiter.